Hallöchen, schönen guten Morgen und schönen Freitag. Willkommen zu Adobe Live. Ich bin Tanja Hildebrand, ich bin heute euer Host und heute geht es um Fine Art und Landschaftsfotografie. Wir haben heute wieder einen super spannenden Gast bei uns, Kevin Trautgartner. Hallo, herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du hier bist. Hi, guten Morgen, hallo zusammen, hallo Tanja. Guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich mich auch. Ich bin super gespannt auf die Stunde. Ganz kurz über Kevin, er ist Fotograf. Macht sehr viel Landschaftsaufnahmen, sehr abstrakt, konzentriert sich dabei, wie die Natur quasi die Kunstwerke erschafft. Aber Kevin setzt sich auch damit auseinander, wie der Mensch die Erde prägt. Super spannende Fotografien und Arbeiten werden wir heute von Kevin sehen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Bevor wir starten, ich schaue mal in den Chat. Hier ist nämlich auch schon wieder einiges los. Kerstin ist da, Doris ist da, Ulrike, Stefan ist da, Carina Lindmeier ist auch da. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Wie immer, ich behalte den Chat hier auf Behance im Auge. Wir sind live von 11 bis 12. Ihr könnt es natürlich auch Kevin eure Fragen stellen. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit einige spannende Dinge, die ihr erfahren könnt, wie er seine Arbeiten kreiert. Kommt also rüber auf Behance, falls ihr bei YouTube zuschaut. Hier ist der Chat, hier könnt ihr die Fragen stellen. Und ja, Kevin, ich möchte gar nicht lange quatschen. Es geht ja heute um dich und deine Arbeiten. Vielleicht möchtest du am Anfang mal so ein bisschen was über dich erzählen, wo du so herkommst, wie du so zur Fotografie gekommen bist, bevor wir so in deine Arbeiten schauen. Ja, genau, besten Dank. Also genau, ich bin Kevin, bin noch 32 Jahre alt und wohne und arbeite hier in Wuppertal. Genau, und ich interessiere mich schon unglaublich lange für die Fotografie. Das fing schon so, sag ich mal, zu Schulzeiten an. Damals noch so ein bisschen analog, quasi die ersten Schritte so im Wald von der, mit der Kamera von meinen Eltern. Und genau, ich habe dann quasi ein Fachabitur gestalterische Richtung gemacht. Da hatten wir dann auch eine Dunkelkammer und da hat sich das dann quasi alles noch so ein bisschen ausgeprägt und ich habe halt dann, sage ich mal, immer mehr gemacht und habe dann nach der Schule ein Studium angefangen in Dortmund und zwar ein Kommunikationsdesign-Studium, weil ich mich auch nebenbei oder zusätzlich immer schon für Grafikdesign und ja, Form, Farbe, alles, was damit zusammenhängt, interessiert habe. Und das Studium war da ganz spannend, weil man konnte halt wirklich so ein bisschen seine Schwerpunkte dann legen. Also man konnte quasi sehr Grafikdesign, Printdesign-mäßig unterwegs sein, aber halt auch in die Fotografie-Richtung gehen, in die Filmrichtung gehen. Und ich habe da natürlich immer mehr Fotokurse, sage ich mal, belegt und habe da halt super Spaß dran gehabt. Und so hat sich das, sage ich mal, während des Studiums wirklich so professionalisiert, wenn man das so sagen kann. Ja, cool. Dann war das auch so frei, dass ihr da selber so euren Weg quasi einschlagen konntet. Der richtig, einen genau. Also man hatte dann meistens so, sage ich mal, ein Thema vorgegeben, aber super frei. Und dann konnte man sich da wirklich ja, frei entfalten. Und genau, dann kamen halt auch die ersten Digitalkameras, die ich dann so, sage ich mal, professionell genutzt hatte. Und am Anfang habe ich noch relativ viel Architekturfotografie gemacht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch ja, dieses Zusammenspiel aus Grafikdesign und Flächen, Formen, Linien. Das ist schon immer auch nach wie vor in meinen Fotos ein wichtiges Thema. Genau, und ja, so kam ich dann quasi wirklich in die Fotografie rein. Und irgendwann, ich weiß gar nicht so, vor 4 Jahre irgendwie so, exakt kann ich es gar nicht mehr genau sagen, kam das halt mit den Drohnen auf, dass die so, sage ich mal, ein bisschen populärer wurden und ich war da super fasziniert von diesem neuen Blickwinkel und diesen abstrakten, also teilweise sehr abstrakten Fotos, die man halt wirklich von der Natur machen konnte. Parallel habe ich dann auch so ein paar Ausstellungen besucht von wirklich namhaften Luftbildfotografen, Edward Butinsky etc., die dann diese riesigen, großformatigen 2 Meter Prints dort ausgestellt haben, die super detailliert, also richtig hochauflösende Geschichten da gezeigt haben. Und das fand ich halt so spannend, dass mich das halt wirklich gepackt hat. Und sag ich mal, vom ersten Tag an bin ich da irgendwie
sag ich mal, hängen geblieben und habe mir dann halt wirklich, sag ich mal, Projekte gesucht, wo ich immer mehr halt dann das gemacht habe. Im Grunde genommen alles größtenteils dann freie Arbeiten und dann quasi bewegt sich das ja alles in diesem Fotokunstbereich, ne? Also heutzutage biete ich dann meine Bilder halt als Prints, als Fine Art Prints an, verkaufe die oder halt auch digital als Lizenzen für gewisse Firmen für die Nutzung. Genau, nebenbei mache ich immer noch ein bisschen Grafikdesign für Kunden dann. Ah ja, okay. Und gelegentlich auch noch ein bisschen Architekturfotografie dann auch, meistens halt auftragsbezogen, aber mein Kern und meine Leidenschaft ist es mittlerweile, ist die Luftbildfotografie. Ich mache zwar auch vom Boden aus was, aber es ist einfach irgendwie, hat mich das gepackt. Es ist einfach dieser besondere andere Blickwinkel, dieses Neue, was man finden kann, weil ich sag mal, die klassischen Landschaftsfotografien, man kennt mittlerweile diese ganzen Orte und es wiederholt sich so ein bisschen. Nicht, dass das jetzt unspannend ist oder so, aber ich finde es halt diesen Entdeckungscharakter, der ist so ein bisschen, ist halt aus der Luft nochmal was anderes. Also da gibt es dann wirklich Sachen, wo man sagt, okay, das habe ich ja mehr oder weniger noch nie so gesehen. Und teilweise verändern sich auch die Landschaften super schnell. Es ist dann abhängig von Gezeiten, Wetter, genau. Auf jeden Fall. Sachen, ja. Wollen wir vielleicht mal direkt zu dir in deine Arbeiten springen, weil das hört sich schon so, ich glaube, die Leute sind total gespannt, deine Arbeiten zu sehen. Das, was du auch gesagt hast mit dem Grafikdesign, ich finde, das sieht man auch in einigen deiner Arbeiten, also weil du einfach so ein unglaubliches Gespür für Ästhetik hast und manche ja auch sehr grafisch, einfach durch die Abstrahierung auch wirken, dass du da sehr viel mit Flächen arbeitest. Ah ja, genau, jetzt. Genau, sieht man nicht mal meinen Bildschirm. Mhm. Ja, genau, du hast es schon richtig beschrieben. Also ich versuche auch meistens wirklich so ein, Straight-Down-Shots, sage ich mal, also so zu fotografieren, dass ich wirklich gerade runter fotografiere, dass ich dann keinen Horizont habe, keine wirkliche Neigung und dass das wirklich dann ja nochmal so einen extra abstrakten Charakter bekommt. Teilweise lasse ich auch Sachen weg, die, sage ich mal, einen Hinblick auf Größenordnungen geben, wie, sag ich mal, ein Auto oder was auch immer. Also nicht immer, aber manchmal finde ich das halt spannend, dass man gar nicht so weiß, okay, wie hoch ist das jetzt gewesen? Und dass es halt wirklich sehr abstrakt wird. Und man kann diese Arbeiten dann drehen und wenden, wie man möchte. Und genau, gerade dieses Farben sind für mich sehr wichtig. Ich lege da viel Wert auch in der Nachbearbeitung drauf, dass das, sag ich mal, passt, Kontrastfarben, Ausschnitt, all diese Sachen. Und was ich, glaube ich, noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich zu Anfang sehr viel mit der Drohne fotografiert habe und dann aber immer mehr dahin gegangen bin, wirklich dann das noch professioneller zu machen und mir halt dann, sage ich mal, Hubschrauber zu mieten, also so ein Private Charter Ding oder eine kleine Cessna, kleine Maschine, um dann wirklich halt mit einer sehr guten Kamera mit hoher Auflösung zu fotografieren, um dann hinterher halt wirklich auch die entsprechenden großen Drucke anzubieten. Um halt auch diese Details zu bewahren, weil das ist halt auch, finde ich, das Spannende, wenn man vor so einem großen Print steht und man kann dann da rangehen und man denkt, oh, guck mal da, das entdeckt man noch, das wird man jetzt hier und da auch zwischendurch mal sehen. Genau. Und ich habe jetzt einfach mal vorbereitet hier ein paar Serien von mir. Das ist jetzt die erste. Man wird merken, ich habe mich sehr viel in Australien bewegt, weil es einfach, ich finde es super spannend dort, weil mich fasziniert dieses Thema rund um Wasser sehr. Und Australien hat halt eine super lange Küste und super vielseitig mit Korallen, mit Gezeitenstrukturen etc. Und deswegen hat es mich da oft hingezogen, auch andere Länder wie Island und so weiter. Das wird man dann jetzt merken. Ja. Das ist ja zum Beispiel eine Serie, Tidal Paintings habe ich sie genannt. Das ist an einem Strandregion, sage ich mal, wo es einen unglaublich großen Unterschied, also Gezeitenunterschied gibt von, ich glaube, fast 10 Meter. Also ich glaube, das ist der zweithöchste Gezeitenunterschied,
das glaube ich auf der Erde gibt oder dritthöchste. Und das ist im Grunde genommen Sand an der Küste und das Wasser fließt dann quasi weg und hinterlässt solche, ja, wie so Adern und solche Sedimente, die dann am Rande, wo das Wasser herfloss, sag ich mal, überlässt. Teilweise bin ich selbst so fasziniert von diesen Farben und so weiter, die dann da entstanden sind. Also ich bearbeite hier so ein bisschen die Sättigung und so weiter, aber das ist halt schon wirklich da gewesen, dieses Gelb und so. Und ja, sowas finde ich halt super spannend, wenn man das dann halt, sag ich mal, entdeckt, weil solche Sachen sieht man auch nicht immer auf Satellitenbildern und so, wo ich halt vorher eigentlich auch recht viel recherchiere. Wie hoch bist du da dann? Also du kommst dann natürlich auch mit einem Helikopter oder mit einer Cessna schon nochmal um einiges höher, wie es auch mit einer Drohne, das ist jetzt eine Serie, die ist tatsächlich mit der Drohne entstanden, weil ich da, das war so abgelegen, dass ich da quasi nicht wirklich mit einem Hubschrauber oder einer Cessna hinkam, beziehungsweise es wäre exorbitant teuer gewesen, das muss man halt auch immer sagen, wenn man da irgendwo im Nirgendwo ist und man muss dann da 2 Stunden hinfliegen, also diese Mieten für solche Sachen sind unglaublich hoch, deswegen ist das hier mit der Drohne gemacht. Das ist so circa 100 bis 150 Metern Höhe entstanden. Okay. Und so im Abendlicht, man sieht das halt hier, wie es, sag ich mal, ein bisschen diesen noch teilweise feuchten Sand reflektiert. Hier sieht man noch den, wie das Wasser quasi dann dort wegfließt und wirklich halt solche abstrakten Strukturen hinterlässt. Das sieht halt auch immer anders aus. Ne? Also sieht schon ähnlich aus, aber immer anders, je nachdem, wie viel Wasser war da, ne? Also wie ist diese Gezeitengeschichte, das ist ja auch immer witterungsabhängig und ja, aber ich finde es halt super klasse, was die Natur dafür, ja, wie so Gemälde, sag ich mal, entstehen lässt. Und wie ist es, also jetzt hier zum Beispiel, wenn du gerade so mit den Gezeiten arbeitest, hast du davor schon, also ich kann mir vorstellen, bei dir in der Arbeit ist sehr viel, dass das auch über den Überraschungsmoment passiert, dass, oder hast du schon so ungefähr eine Vorstellung, welchen Moment du dann auch einfangen willst? Oder? Ja, also es ist, sag ich mal, zweierlei. Also zum einen stecke ich sehr viel Zeit in die Planung. Das heißt, ich recherchiere sehr viel auf Satellitenbildern. Ich gucke mir sehr genau an, bei so einer Serie zum Beispiel, wann ist da, sag ich mal, totale Ebbe? Passt das auch vom Licht? Ist das dann abends oder morgens, wenn die Sonne halt niedrig steht? Oder ist das mittags, was ich dann nicht so vom Licht her so sehr mag? Ne? Das muss halt schon passen. Also teilweise richte ich wirklich auch meinen Flug dann, also generell den Flug auch in das Land, anhand dieser Zeiten kläre dann vorher alles ab und ja, also es ist wirklich sehr viel Vorplanung. Aber dann ist es natürlich eine Sache, wenn man dann vor Ort ist, hat man manchmal mehr, manchmal weniger, findet man das so vor, wie man das, sage ich mal, auf Satellitenbildern gesehen hat. Und dann ist es spannend, was man dann da entdeckt, weil genau so hat man es ja vorher nicht gesehen. Und dann ist es halt wirklich, ja, das, was ich dann auch so interessant finde, dass man dann, sage ich mal, von der Natur so überrascht wird und sieht, was dann da entsteht. Hier sieht man das auch. Hier ist quasi dann sozusagen der Strandabschnitt. Ne? Also bis hierhin wäre das Wasser gegangen. Man sieht hier noch so Reifenspuren an der Seite. Und das war auch, also hier, als ich die Serie fotografiert habe, war auch ein ganz... ganz ungünstige Situation, weil ich habe mich da so ein bisschen festgefahren im Sand. Es war total abgelegen. Ich hatte so einen Geländewagen, womit man eigentlich hier so herfahren kann. Aber ich bin da natürlich so ein bisschen leichtsinnig und bin ein bisschen zu weit und so weiter. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt steckst du hier fest. Und das dauert jetzt nicht so lange, bis das Wasser dann wiederkommt. Okay. Ja, konnte mich aber dann doch trotzdem, sag ich mal, da rauslösen. Und, okay, gut. Aber sowas gehört halt auch dazu. Es sind dann diese Momente, die das Ganze auch interessant machen. Ja. Bist du da dann zum Teil auch manchmal noch selbst drauf gesehen? Musst du dich da wegretuschieren? Oder wie, oder so zum Beispiel jetzt auch an so einer Stelle, sind da dann, ist es komplett menschenleer? Also machst du dir davor Gedanken? Also
An der Stelle war es komplett menschenleer. Das ist auch generell so abgelegen gewesen, dass da, wie gesagt, da kam ich mit dem Hubschrauber nicht hin und da war auch kein Mensch. Deswegen hätte mir da auch keiner helfen können mit dem Auto. Da war, glaube ich, kein Handynetz. Kam dann alles zusammen. Das gibt es ja in Australien dann schon mal. Okay. Und nee, ich bin da in der Regel nicht auf den Bildern drauf, weil ich stelle mich dann abseits und fliege dann, sage ich mal, ja, natürlich dahin, wo ich dann nicht mit drauf sein würde. Und wenn ich dann aus dem Hubschrauber fotografiere, ist es natürlich auch quasi, ergibt sich das auch, da bin ich natürlich auch nicht dann drauf. Wobei, ich habe auch eine Serie, kommen wir gleich zu, wo ich dann mein Auto habe integriert. Da kann ich nochmal weiter durchgehen. Wow. Hier sieht man, wie vielseitig das ist. Und hier sieht man dieses im Abendlicht, das war ein bisschen später, wie halt wirklich, also hier ist noch der, sind noch so die letzten Wasserströme, die da so durchfließen. Das hat auch, also dadurch, dass es so sehr organische Formen sind, das hat fast sowas wie so, weiß nicht, was komplett Surreales, sowas auch wie Nebel oder so. Also hier kommen auch auf jeden Fall schon sehr, sehr positives Feedback im Chat. Doris schreibt mega schön, Kerstin sagt tolle Farben und Strukturen. Ah, und Dirk hat es auch nochmal gefragt, auf welcher Höhe? Das war das jetzt auch noch mit der Drohne, oder? So genau, das war mit der Drohne und das war so circa 100, 150 Meter. Mit der Drohne ist das ja dann, kann man sich ja wirklich daran orientieren, weil man hat ja meistens dieses Weitwinkelobjektiv drauf. Wenn ich das gefragt werde, wie hoch aus dem Hubschrauber war, dann finde ich diese Frage immer so ein bisschen fragwürdig, weil sie sagt ja nicht alles aus, weil es kommt ja dann darauf an, welche Linse man drauf hat, ob man jetzt Tele oder Weitwinkel, so macht die Höhe dann nicht unbedingt so viel aus. Aber in der Regel ist man dann, sage ich mal, im Hubschrauber und so weiter, ist man dann eher höher. Ich glaube, die haben auch dann eher auch so Flughöhen. Ich glaube gar nicht, dass die auf 100, 150 Meter runtergehen dürfen. Da gibt es ja so Luftraumbeschränkungen. Genau, hier das letzte Bild aus der Serie. Und dann hier mal ein Foto, das war nicht direkt da, aber da in der Nähe. Das ist jetzt einfach unbearbeitet, einfach nur mal um zu zeigen, wie das halt auch so aussehen kann. Hier sind jetzt nicht so viele Farben, aber man sieht das wirklich, diese gezeigten Strukturen, die dann da entstehen und diese Formen, Flächen. Auf jeden Fall cool, dass man sich so ein bisschen mehr vorstellen kann, wie da der Untergrund ist. Ich finde das super, wie du einfach so die Landschaft so komplett irgendwie rauslöst aus ihrem Kontext, wie sehr, sehr anders die dann wirken kann dadurch. Ja, das ist halt das Spannende, was man da halt dann auch findet. Dann würde ich mal zu der nächsten Serie gehen. Mhm. Das ist die Beneath the Surface, habe ich die genannt, unterhalb der Oberfläche. Und das ist so für mich die Serie, wo ich am meisten stolz drauf bin, sage ich mal so. Und zwar dokumentiert sie quasi Korallenstrukturen und solche Korallen an der Küste. Und ich fand das Ganze so spannend, weil ich war auch tauchen in Australien am Great Barrier Reef. Das ist zwar jetzt nicht von dort, also von woanders in Australien, aber da war ich halt auch tauchen und ich habe das gesehen, wie viel da wirklich durch dieses Coral Bleaching, durch die globale Erwärmung, wie viel da halt wirklich abstirbt. Also es ist ja wirklich irgendwie ein Drittel weg. Und das habe ich dann irgendwie auch so mitgenommen und ich wollte halt einfach irgendwie dieses... diesen Korallen auch nochmal so ein bisschen mehr eine Bühne geben, weil ich finde das einfach aus der Luft, also sowas sieht man in der Regel ja nicht, aber es sind so schöne Formen und Strukturen, ich kann hier mal so durchgehen. Also das ist hier noch so ein bisschen Steinbank, sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also hier ist ja Sand und hier ist Stein, aber man sieht schon hier drumherum, bilden sich dann lauter so Korallengeschichten. Und hier sieht man das auch dann nochmal besser, wie sich das halt wirklich, wie sich da so formen und... Wow, das sieht total abgefahren aus. Das sieht aus, wie wenn man da so mit einem Pinsel drüber ist, genau, oder? Also genau. So. Und vor allen Dingen auch, wenn man das, also das ist so detailliert, wenn man das, sag ich mal, groß gedruckt dann auch sieht, ist das echt, also kann man sich da wirklich verlieren und super viele Details finden und das fand ich halt auch so spannend. Hier auch, ja, was das für Farben, sag ich mal, hervorbringt. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Struktur, also diese Form ganz genau zustande kommen. Das ist natürlich auch wieder, da war es auch ziemlich, ziemlich Ebbe und somit kommt halt dieses Riff dann wirklich halt auch raus. Normalerweise ist das ein bisschen unter Wasser und das ist alles
größtenteils aus dem Flugzeug oder auch im Hubschrauber dann fotografiert, wirklich auch sehr abgelegen dann. Und ja, es sind wirklich so wie so ein Baum und sowas, ist super spannend. Ja. Kirsti hat hier nochmal gefragt, wie der Überkopfwinkel zustande kommt. Also mit der Drohne kannst du ja ganz klar so direkt runter. Wenn du jetzt im Hubschrauber sitzt, wie kann man sich das vorstellen? Musst du da mit Kopf über dich so halb raushängen? Oder wie kommst du da wirklich auf so einen, ich, 90-Grad-Winkel? Also ich habe mal hier, das ist jetzt so ein klassischer Hubschrauber, in dem man quasi, mit dem ich viel unterwegs war, also von dem Modell, die nehmen dann eine Tür raus, so dass ich hier quasi wirklich offen bin und man sieht, man kann sich da schon ordentlich rauslehnen. Diese Kufen stören dann so ein bisschen, weil die gucken so ein bisschen raus. Das heißt, der Hubschrauber kann sich so ein bisschen zur Seite neigen und fliegt dann so ein bisschen, sage ich mal, zur Seite. Und dann kann man eigentlich schon so gut wie 90 Grad Winkel runter fotografieren. Und im Flugzeug, wo ich ein Bild genau, da ist es halt so, dass die auch die Tür rausnehmen können. Im Flugzeug ist ein bisschen schwieriger, da muss ich... Also muss das Flugzeug halt wirklich so enge Kreise fliegen und sich wirklich so in die Seite legen, dass man dann da wirklich gerade runter fotografieren kann. Geht aber definitiv auch. Man muss ein bisschen gucken. Ich habe da auch schon mal, ist mir so ein bisschen schlecht geworden. Ich wollte gerade sagen, ich kriege schon Gänsehaut bei dir. Liegt aber auch nicht nur daran, dass man dann nur diese Kreise fliegt, sondern auch, dass man quasi... keinen Horizont mehr hat, wenn man die ganze Zeit durch die Kamera schaut. Ne? Man guckt dann runter und es dreht sich alles irgendwie so. Und dann muss ich mal kurz die Kamera absetzen, nach vorne schauen. Und dann, okay, der Körper muss sich halt wieder dran gewöhnen. Aber jeder Pilot hat mir gesagt, das ist ganz normal. Das ist einfach, der Körper kennt das ja nicht anders. Er braucht diesen Horizont und da wird dann natürlich alles verdreht. Und ja, klar, für dein Gleichgewichtssinn. Genau. Aber du darfst auf jeden Fall keine Höhenangst haben, oder? Gehe ich mal von aus. Nee, Höhenangst wäre nicht so gut. Wobei man gewöhnt sich auch so ein bisschen daran. Und ich habe immer... Klar, am Anfang sind wir so ein bisschen komisch und dann, you get used to it. Ne? Also man kommt da so ein bisschen, kommt da so ein bisschen rein und nach einer Weile hat man sich dran gewöhnt. Und wie gesagt, wenn ich dann die Fotos mache, das überwiegt dann vom Gefühl. Passt das auch alles. Ne? Wunderschön. Dirk sagt hier auch krass, was die Natur an Texturen bietet. Genau, also das finde ich halt auch, was die Natur da an Farben, sage ich mal, entstehen lässt, an Strukturen, an feinteilig wie grob, sag ich mal. Und es sieht halt auch immer anders aus. Ne? Es ist immer auch ein Zusammenspiel von Licht, Wind, ne? Also ob das Wasser jetzt still ist oder ob es wellig ist, ob die Tageszeit, der Wasserstand. Hier sieht man es halt mit, sag ich mal, so einer kleinen Insel, ne? Wie das wirklich so vorgelagert ist. Und genau. Wow. Und das sind es tatsächlich, also jetzt gerade bei dem davor, das sind es wirklich die Korallenriffe von... Genau, das sind solche Korallenriffe und das sind dann, glaube ich, so kleine Plateaus, die sich da gebildet haben, wo sich diese Korallen dann, sage ich mal, ansiedeln. Und klar, das ist natürlich Stein hier, aber drumherum bilden sich dann solche Korallengeschichten, das halt auch. Und sie sehen halt auch überall anders aus. Das ist auch sehr spannend. Ich finde auch gerade diese Sachen hier super interessant, wie halt gemalt irgendwie so ein bisschen. Ne? Wie machst du denn so generell, also du hast es vorher gesagt, du warst viel in Australien unterwegs. Ist so, also kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, ist dein Hobby, du setzt dich da mal abendsweise irgendwie hin und gehst Google Earth irgendwie durch und suchst nach Orten oder wie machst du das? Ja, genau. Also ich recherchiere schon sehr viel auf Google Earth oder anderen Satellitenbilderanbindungen. Da gibt es ja so ein paar. Und schaue halt wirklich, was könnte interessant sein, gehe halt die Küsten ab oder schaue halt, okay, da ist so Island, Gletscherflüsse etc., da gibt es irgendwie interessante Sachen. Und dann schaue ich mir das im Detail an, schaue ich, ob es da vielleicht von diesen Orten noch so ein paar andere Bilder gibt, also jetzt irgendwelche dokumentarischen oder sowas und schaue halt einfach, ob das interessant sein könnte für mich und stelle dann meistens halt auch sowas zusammen, dass ich jetzt nicht nur Australien fliege, nur für diese eine Serie, sondern versuche dann natürlich auch, weil das natürlich alles auch sehr viel Fliegerei ist, dass ich da ein bisschen das dann kombiniere und möglichst viel dann in diesem Bereich, in dem Ort, auf dem Land dann dort machen kann.
Und genau, manchmal wird man ein bisschen enttäuscht, manchmal ist es viel mehr, als man erwartet hat. Das gehört halt auch immer dazu, aber das finde ich auch immer, ist das mit das Spannende auch dabei. Und genau, das hier anschließend an die letzte Serie, das ist ein bisschen woanders, aber hier sieht man mal, das ist das Montgomery Reef, heißt das. Das ist ein komplettes Riffsystem, was quasi auch normal im Wasserstand komplett nicht zu sehen ist. Ne? Es ist komplett unter Wasser. Und auch hier sinkt der Meeresspiegel irgendwie so 8 Meter. Und dann kommt das halt komplett zum Vorschein. Ne? Und das ist halt so ein Riesenteil. Und man sieht hier auch, ne, da ist halt auch ein Schiff, man sieht dann, wie klein diese Boote sind. Ne? Also das ist schon ein großes, das ist hier so ein kleines Beiboot. Und ne, man sieht diese riesigen Geschichten. Und dann ist das hier, ich sage mal, das sieht aus wie so ein Reißverschluss. Das ist, weil das Wasser halt so schnell abfließen muss von oben, entstehen hier lauter Wasserfälle. Ja, das ist, wenn man hier So, daneben wäre, dann okay. wäre das wirklich so Wasserfälle, weil das sind ja wie so Platten aus Korallen und Gestein und so. Und Wow. da bilden sich wirklich wie so kleine Pools und so kleine Wasserfälle da drin. Und das ist also faszinierend. Es hat auch gedauert. Ich musste da irgendwie 2 Stunden erstmal mit dem Hubschrauber hinfliegen, aber es hat sich definitiv gelohnt, finde ich. Es ist atemberaubend. Ja. Wahnsinn, das sieht man, also das denkt man gar nicht, wenn man das so von oben sieht. Ne? Das könnte jetzt irgendwie so 3 Zentimeter hoch sein, aber. Genau, das ist das halt, was diese Luftbildfotografie halt auch ausmacht. Das ist halt wirklich so, man kann da sehr abstrakt arbeiten, beziehungsweise abstrakt wirkt es dann auch. Und deswegen, ja, schreibe ich auch immer ein bisschen was zu meinen Serien, weil ich finde das dann auch immer interessant, also ein bisschen Hintergrundwissen Ja. genau zu haben. Richtig. Das wäre jetzt Wow. hier, das wäre jetzt hier eine Serie aus Island. Ah, das ist Island, Genau, okay. Gletscher, Flüsse, ist jetzt nicht ganz neu das Thema, aber ist auch so eine Sache, die sehen immer anders aus, kommt auch darauf an, sag ich mal, wo man da ist, zu welcher Jahreszeit und natürlich auch ein bisschen, wie die dann bearbeitet wurden. Und auch hier finde ich super spannend, was da für Strukturen, Formen, Farben entstehen. Das ist im Grunde genommen so schwarzer Lavasand mit so einem Sediment, was sich da drauf dann, sag ich mal so, sammelt, was dann ja durch die Flüsse von den Gletschern alles abgetragen wird. Und dadurch kommen halt auch durch diese Sandbänke, kommen halt auch diese Strukturen zustande, diese Flächen, ne? Dieses abgetrennte und Also ich habe mir ja auch davor natürlich deine Webseite und deine Arbeiten angeschaut und die fand ich da schon absolut beeindruckend. Ich finde, Danke. das ist so eine komplett andere Welt. Also das sieht alles so weich irgendwie aus. So Ja, das ja. krass. Hier, Sean sagt auch einfach nur wow, Ausrufezeichen. Ja, danke, danke. Richtig toll. Ja, ich finde es immer schön, wenn das Leute, sag ich mal, fasziniert, diese Sachen zu sehen, weil ich finde es halt auch, ich mag es dann, die Sachen zu teilen und es ist einfach mal was anderes, ne? Ja. Was man so klassisch sieht. Hier sieht man so, Ja, wie und sich das Licht reflektiert. so Ja. abstrakt und aber irgendwie eben zu wissen, dass du die Sachen so vorfindest, ne, das ist irgendwie toll. Genau, richtig. Super. Ja, also super Super schön. vielseitig von den Farben auch. Also je nachdem, wo man dann dort ist, ob man jetzt im Hochland ist oder mehr unten an der Küste halt. Ich bin auch ein super Fan von Island. Hier sieht man das so ein bisschen weiter weg. Wow. Das ist auch halt sowieso alles aus dem Flugzeug fotografiert und da sieht man diese richtig großen Gletscher, Fluss, Deltas, Systeme, sagt man ja, wie das alles wie so Adern, sage ich mal, sich Richtung Meer dann begibt. Genau. Wahnsinn. Ja. Kirsti sagt nicht nur wow, sondern auch echt interessant. Und Andreas fragt, welche Kamera und welche Objektive verwendest du? Genau, Also wenn du also es. ich arbeite jetzt so seit 2 Jahren mit der Fujifilm GFX 100. Das ist ja so das kleine Mittelformat. Ich hatte vorher diese GFX 50, wo es die 100er noch nicht gab. Davor habe ich mit Canon 5D gearbeitet. Also ich habe mich da immer so ein bisschen gesteigert. Und ich mag halt diese hoch aufgelösten Kameras, eben weil diese Luftbilder halt, ich mag es, wenn die so detailliert sind und weil ich sehr viel große Prints mache.
Und weil es auch so ist, dass ich dann viel mal einen Ausschnitt von einem Foto nehmen muss, weil man muss sich das vorstellen, wenn man da im Hubschrauber ist oder im Flugzeug, es geht alles super schnell, es rüttelt und das Ding fliegt ja auch, bleibt ja nicht stehen wie bei einer Drohne, hat man Zeit, total easy. Und im Flugzeug ist das ganz anders und dann hat man halt manchmal irgendwie, muss man halt mal so einen Ausschnitt nehmen und so weiter, um dann halt noch die Auflösung zu haben. Eben diese Kamera und ich arbeite eigentlich zu 95% oder hatte bis vor kurzem auch nur das 32 bis 64 mm Objektiv für die Fuji. Das ist, glaube ich, auch Vollformat, sowas in Richtung 24 bis 50, irgendwie sowas. Sprich, so ein bisschen so eine Zoomlinse, weil man dann auch so ein bisschen mehr Variationen in der Luft hat, weil mal eben dem Piloten sagen, flieg mal in Höhe oder tiefer, das kann dann dauern und teuer werden. Deswegen, also für einen Einsteiger würde ich sagen, so ein 24 bis 70, so ein Standard-Zoom ist eigentlich perfekt. Wenn man aus dem Flugzeug oder Hubschrauber fotografiert, auf jeden Fall schauen, dass die irgendwie die Tür rausnehmen, dass man eine sehr hohe, sehr kurze Belichtungszeit hat, so ein Zweitausendstel Sekunde. Vielleicht ein bisschen mehr sogar, das kommt dann so ein bisschen darauf an, ob man jetzt mehr Tele oder mehr weitwinklig. Weitwinklig braucht dann nicht so ganz so kurze Belichtungszeit. Ja, und dann lieber halt mit der ISO ein bisschen hochgehen, weil wenn Bilder unscharf sind, dann sind sie unscharf. Da kann man auch in der Nachbearbeitung nichts machen. Bei der Körnung und so weiter kann man dann immer noch was nachjustieren, aber es ist super traurig, wenn man dann irgendwie von so einem Flug kommt und man sagt, okay, jetzt die Belichtungszeit war nicht kurz genug und fast alle Bilder sind unscharf oder so. Unscharf, Das wäre echt schade, deswegen, ich würde sagen, auf jeden Fall so mindestens ein, zweitausendstel Sekunde. Und ich kann es nur jedem empfehlen, es kostet zwar ein bisschen was, aber jeder, der Fotografie begeistert ist, mal so eine Maschine, sag ich mal, zu mieten, vielleicht auch mit jemandem zusammen ein bisschen Geld zu sparen. So was man auszuprobieren, es ist zum einen die Fotografie und zum anderen auch dieses Erlebnis, wenn man zum Beispiel über Island drüber fliegt. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, auch was ganz anderes als mit einer Drohne. Definitiv, genau. Das Ja, ist ich. auch super. Wir schauen uns das ja jetzt auch gleich dann noch danach an, ne? Dann gehst du auch noch in ein paar Fotografien Genau, rein und ich würde. zeigst so ein bisschen auch, wie du die bearbeitest. Genau, ich würde so zwei der Fotos gleich nochmal eben bearbeiten. Hatte ich mir ein, zwei rausgesucht, so Küstenlandschaften. Und wir können das auch ein bisschen hier beschleunigen. Also ich kann mal eben schnell durchgehen. Das ist halt diese Serie, die den Bauxitabbau, also woraus Aluminium hergestellt wird, dokumentiert. Das sind halt so Riesenabbaugebiete und da entsteht halt beim Abbau so ein Rotschlamm. Durch dieses diesen erzhaltigen Boden. Und das ist halt ja so ein bisschen ein kontroverses Thema. Die Bewohner drumherum sind da nicht so ganz happy drum. Klar, ist logisch, aber es ist halt die Herstellung von unserem Aluminium, was wir natürlich auch alle benutzen. Ich möchte auch gar nicht mit dem Finger jetzt irgendwie zeigen und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich fand es einfach spannend, das zu dokumentieren, weil es einfach auch hier wieder, ja, auch durch den Menschen dann super abstrakte, ne, wieder im Thema Wasser auch, wo abstrakte Dinge entstehen, Strukturen und Ja, und dieses, auch ja. durch die Farbe, das sieht so fast ein bisschen unheimlich auch aus, ne, was da so entsteht. Ja, Ja. dieses Rot ist tatsächlich, ja. Und ich finde so dieses Brachiale, wie auf einmal so diese Bagger, die sind ja auch riesig, ne? Also die Genau. sind ja nochmal irgendwie dreimal größer wie so ein normaler Traktor. Wie klein die da sind, das ist Ja, schon. also hier sieht man ja so ein komplettes, sag ich mal, so eine Mine. Ne? Also man sieht ja, wie groß die sind. Also das sind hier alles so Industrieanlagen und das sind dann hier die Straßen. Also das sind so riesen, solche Teiche, sag ich mal. Und ja, es ist einfach echt Wahnsinn. auch spannend zu sehen. Genau. Hier kommen noch mal Ja. zwei Fragen rein. Ich weiß nicht, bevor wir dann vielleicht auch noch mal deine Fotos, die Bildbearbeitung anschauen, ob du das jetzt einschieben möchtest oder wir heben es bis zum Schluss aus, weil Jürgen fragt nämlich, wo kann man, beziehungsweise wo kann man die kaufen und wie du das finanzierst, ob das auch über den Verkauf der Drucke ist. Du hast nämlich ja auch einen Online-Shop, ne? Ich weiß nicht, vielleicht ansonsten kannst du das auch gerne noch ganz zum Schluss zeigen. Tim kann vielleicht auch mal den Link von deiner Webseite teilen. Da ist nämlich auch der Ja, Shop drin. ich kann es ja auch mal ganz kurz zeigen. Also
Genau, ich verkaufe meine Drucke quasi. Man kann sie nicht direkt über die Internetseite bestellen, sondern man muss mir eine E-Mail schicken. Das habe ich quasi so eingestellt, weil es teilweise auch limitierte Editionen sind und es kommt so ein bisschen aufs Material an, ne, ob es jetzt nur auf Papier oder kaschiert oder gerahmt und so weiter. Das war mir dann alles ein bisschen zu komplex. Man kann aber sämtliche Bilder, die auf meiner Internetseite zu finden sind, sowohl im Portfolio als auch hier unter Selected Artworks. Achso, es ist kevinkrautgartner.com, ganz einfach. Tim hat auch gerade den Link geteilt, super, danke. Genau, und da einfach durchschauen und mir eine kurze Mail schicken bei Interesse an einem der Bilder. Wie gesagt, unter Selected Artworks habe ich mal so ein bisschen, das sind so eine Vorselektion von den Bildern, die sich halt, ja, sag ich mal, großer Beliebtheit erfreuen. Und ansonsten unter Portfolio sind diese ganzen Strecken auch drin. Genau, ich finanziere das Ganze quasi, das ist so ein, das setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen sind es die Verkäufe der Prints, dann sind es die Lizenz, Verkäufe der Lizenzen, ne? Und ja, noch so ein bisschen was nebenbei. Lightroom Presets biete ich an und es kommt halt auch ein Buch von mir im Oktober raus. Da kann ich ja gleich zum Schluss nochmal darauf eingehen. Und ja, das ist dann einfach so ein Zusammenspiel und ja, geht dann alles in einen Topf. Und ich freue mich natürlich immer, weil diese ganze Geschichte zu finanzieren ist natürlich nicht ohne, weil ja, aber das ist einfach meine Leidenschaft und es funktioniert und bin sehr froh darüber. Auf jeden Fall. Also ich finde, man sieht, dass halt deine Leidenschaft ist und dass es einfach super aussieht. Und es klingt auch traumhaft, dass es funktioniert, dass, ja, dass du das machen kannst, was du möchtest. Und ja, und das auch als Geschäftsmodell funktioniert. Das ist super, ja, super schön. Genau. Ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr die ganzen Serien angucken. Das ist noch ein Bild, was ich auch sehr schön finde, wie sich hier auch durch so eine Gezeitenstruktur wie so ein Baum entwickelt an der Küste. Genau. Cool. Ja, also Tim hat ja gerade den Link gepostet. Ich glaube, man kann auf jeden Fall echt viel Zeit alles investieren, um das sich ganz genau anzuschauen. Mach das gerne richtig, mal. Richtig. Genau. Da gibt es so viel zu entdecken. Ja. Ja, wenn du möchtest, kannst du mal zeigen, wie du so, du hast ja auch schon so gesagt, du so viel machst du gar nicht, aber natürlich so mit Farbe oder ne, was du vorher auch gesagt hast, so mit der Körnung. Genau, ich kann das ja mal hier zeigen an ein, zwei Beispielen. Und zwar, genau, hier haben wir zum Beispiel ein Foto auch an der Küste in Australien. Man sieht hier so, es war das Morgenlicht. Und ja, das fand ich halt sehr spannend und ich kann mal zeigen, wie ich das dann bearbeiten würde. Also erstmal gefällt mir die Komposition, das ist natürlich immer das Erste. Dann fange ich im Grunde genommen an mit, jetzt muss ich mal schauen, kann ich das hier rüberschieben? Okay. So, jetzt fange ich in der Regel immer damit an, dass quasi freizustellen, beziehungsweise mir das Seitenverhältnis perfekt zu wählen. Meine Bilder sind alle im Verhältnis 4:3 beziehungsweise 3:4. Das ist zum einen das Format, was meine Kamera fotografiert. Zum anderen finde ich es einfach schöner bei diesen Luftbildern als dieses klassische 2:3 beziehungsweise 3:2, was im landschaftlichen Kontext eher genommen wird, wo es dann meist auch mit Horizont und so weiter, da passt das dann eher, weil man will nicht unbedingt so viel Himmel drauf haben. Aber hier fand ich das einfach schöner und an der Wand finde ich das auch schöner. In dem Falle würde ich dann auf ein Hochformat allerdings umswitchen, weil mir genau dieser Teil hier ganz gut gefällt, wie das Wasser quasi hier, ne, diese Dynamik, dass man diesen ganzen Weg hier mitnimmt. Das finde ich ganz spannend und hier, das stört mich dann so ein bisschen auch, dass man hier so, wie es dann so rausgeht, das gefällt mir dann nicht so. Sprich, damit würde ich dann beginnen und dann ja, ist es bei mir eigentlich auch gar nicht so extrem spektakulär. Also bei mir ist es sehr viel im Programm auch rumspielen. Genau, also ich würde jetzt ein bisschen schauen, werde ein bisschen die Belichtung anpassen. Du hast ja auch gesagt, du verkaufst auch Presets. Arbeitest du selbst? Also hast du dir auch viele Sachen abgespeichert, die du immer wieder verwendest? Genau, also ich habe hier mehrere, 5 Preset-Pakete habe ich. Einmal eine North Edition, eine Tropical Edition, Classic Landscapes,
Mountains and Valleys ist übrigens auch kostenlos auf meiner Website, Nature and Forest und solche Travel Presets, genau, wo ich dann im Grunde genommen auch, ja, das ist im Grunde genommen oftmals auch ein Startpunkt für mich, mit diesen Presets zu arbeiten. Ich wollte das jetzt hier nicht unbedingt in diesem Beispiel nutzen, weil man soll auch so ein bisschen sehen, wie ich da rangehe. Ja, gerne. Das ist ein bisschen nicht so ganz so spannend. Aber Klick, genau, fertig. Genau, die nutze ich definitiv auch. Und dann ist es immer so ein bisschen so ein, ich gehe dann von dem einen zum anderen. Das heißt, ich bearbeite und dann habe ich ein Preset fertig, beziehungsweise ich gehe aus meinen Paketen und sage halt, okay, das ist so der Startpunkt. Ich muss es aber dementsprechend weiter justieren, weil das Licht war halt anders. Und so ein Preset passt halt in der Regel nie eins zu eins. Das wäre dann auch irgendwie langweilig. Genau, von daher... ja, würde ich halt sagen, gehe ich diesen Weg und genau, ich kann jetzt hier mal schauen. Jetzt haben wir so ein bisschen so ein Dunst, weil es hier so ein Morgenlicht war. Die Klarheit versuche ich immer so ein bisschen anzuheben bei den Luftbildern. Das nimmt so ein bisschen betont die Mitten. Und genau, dann mache ich immer relativ viel mit den Gradationskurven. Also meistens mache ich bei der Belichtung hier weniger, als dass ich dann hier mache. Genau, und ich möchte halt auch dieses Licht hier betonen, diese Kontur da, sprich ich gehe hier dann auch schon mal ein bisschen höher quasi und die Tiefen möchte ich dann halt auch, ich möchte ein bisschen den Kontrast dann auch haben. Genau, und dann geschieht halt viel in diesem Farbmischer im Grunde genommen. Was können wir denn machen, genau. So ein bisschen. Schaust du da eigentlich bei dir, dass es so natürlich wie möglich, wie du es noch im Kopf hast, wie es bei der Aufnahme war? Also gerade wenn du auch so sagst, innerhalb von der Serie, wenn du da unterschiedliche Lichtverhältnisse hast, passt du die nochmal so ein bisschen aneinander an oder willst du das ja eher pro Bild Also wenn ich in der Serie arbeite, dann schaue ich schon, dass die Serie, sage ich mal, einen Guss ergibt. Also ich möchte nicht unbedingt, dass das so sehr unterschiedlich aussieht, außer es sind so... kann ich ja gleich mal die eine Serie zeigen, außer die Bilder sollen so, sage ich mal, einzeln stehen, dann sage ich natürlich, okay, das, ne, dass ich nur sage, okay, das dokumentiert jetzt irgendwie die Küste, aber jedes Bild ist halt für sich einzeln, dann mache ich das natürlich nicht. Ansonsten, wie bei der Korallenserie oder bei der Serie davor, schaue ich natürlich schon, dass das alles entsprechend ein Stil hat, sage ich mal so. Aber ansonsten schaue ich nicht unbedingt, dass das jetzt unbedingt so aussehen muss, wie ich das da vor Ort gesehen habe, sondern ich versuche ja auch so ein bisschen meine Kreativität damit reinzubringen. Genau, das ist dann schon quasi so mein Ansatz, sage ich mal so. Wie viele, oder wenn du jetzt mit so einem, weiß ich nicht, Helikopter oder Cessna, weiß ich nicht, ob sich das dann nochmal unterscheidet, wie lang bist du bei einem so einem Flug in der Luft? Also machst du das so eine halbe Stunde oder sind es so 2, 3 Stunden? Ja, es kommt halt echt drauf an, wie groß das Gebiet ist, was ich fotografieren will und wie weit das weg ist. Wie gesagt, ich hatte auch schon Orte, wo ich erstmal 2 Stunden hinfliegen musste. Das ist natürlich dann krass und auch teuer, aber es hat sich dann gelohnt. Aber es gibt halt auch Orte, wo ich sage, ja, ich sag mal, eine Stunde ist es schon mindestens. So, weil ich einfach auch, ich fotografiere was lieber, mache mehrere Runden darüber, weil man, wie gesagt, aus der Luft, ich kann nicht kontrollieren, passt das jetzt vom Ausschnitt und da habe ich lieber das Bild dann dreifach und nehme mir dann die beste Variante. Ja, oder wenn es jetzt größere Areale sind in Island, bin ich dann auch schon irgendwie 5 Stunden geflogen, weil es einfach super viel zu entdecken gibt und aber im Schnitt würde ich so sagen, 1, 2 Stunden irgendwie in einem Dreh, das ist, kommt halt wirklich so ganz drauf an. Ne? Und Sean fragt, das können wir dann machen, wenn du da das fertig bearbeitet hast, ob du dann mal noch zeigen kannst, das davor und danach dann das Bild. Ja, eigentlich ist es schon, bin ich schon recht zufrieden. Also es war mir halt wichtig, dass ich da wirklich hier dieses Licht betone an den Kanten, wirklich ein bisschen Kontrast reinbringe. Ja. Genau, ein bisschen die Tiefen und dann... ja, auch nochmal so diese Lichtstimmung. Genau, total genau. Schärfen tue ich dann meist nicht so viel. Das funktioniert eigentlich hierbei schon ganz gut. Und ja, es ist halt wirklich, wie gesagt, so ein bisschen
rumspielen, wie es mir dann gefällt. Was ich auch immer mache, ist dann wirklich ein Bild bearbeiten und dann auch mal liegen lassen und am nächsten Tag oder ein paar Tage später wieder anschauen. Also ich mache eigentlich nie ein Bild fertig und sage dann, okay, ja, ist fertig, gefällt mir, weil ich das so oft, dass ich dann am nächsten Tag sage, okay, was hast du denn da gemacht? Also nicht, dass es völlig daneben ist, aber dann denke ich mir, nee, so gefällt es mir dann doch besser und genau, jetzt mache ich mal eine Kopie Ist und schön. Ich glaube, können wir das mal. kenne ich aber auch aus anderen Bereichen, oder? Dass das manchmal ganz gut ist, sich Ja. das nochmal sacken zu lassen und nochmal Macht mit auf frischem jeden Kopf Fall da Sinn. dran zu gehen. Ja, also Okay, ja. man sieht es dann hier schon, den Unterschied. Also mal ist es mehr Bearbeitung, mal ist es weniger Bearbeitung. Nehmen wir Ja. mal ein Beispiel. Auch Küste, Küste in Australien war es, glaube ich, genau. Das ist auch Und eine coole Struktur. Da sieht man so richtig, wie die Wellen an den ja, Sandhängen genau. schlagen. Das ist auch in der Nähe von so einer, wie heißt das, so einer Perlenfarm. Genau. Weil Ah, die ja auch okay. in diesen seichten Gebieten da immer ziemlich viel machen. Und man sieht hier auch schon wieder schön dieses Abendlicht, was ich dann auch betonen würde. Bisschen die Ja. Belichtung und genau, die Lichter, das Weiße. Bisschen Klarheit. Du hast ja gesagt, dass du eben auch die Lizenzen verkaufst. Ist es Genau. auch mal so rum, dass es quasi eine Auftragsarbeit ist im Sinne von der Kunde kommt und sagt dir davor was? Oder ist es eigentlich ausschließlich, dass du dir die Orte, deine Serien auswählst, dass quasi deine Arbeit fertig herstellst und dann im Nachhinein die Lizenzen verkauft werden? Meistens ist es so, dass es wirklich im Nachhinein ist. Also meistens werden die Lizenzen aus dem Portfolio raus verkauft, weil die Kunden dann sagen, Okay. okay, wir suchen sowas, wir suchen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was mit Korallen oder was mit Aluminium-Thema oder sowas. Und dass ich dann aus meinem Portfolio heraus verkaufe. Es kommt aber auch schon mal vor, dass Kunden dann sagen, okay, wir möchten hier exklusiv arbeiten, die wirklich nur für uns fotografiert wurden. Und dann ist das natürlich Auftrag. Allerdings ist es auch da dann meistens sehr frei, dass die Kunden dann zum Glück halt auch, sage ich mal, ja, mein Portfolio dann kennen und dann sagen, okay, wir können uns schon vorstellen, wie das dann aussehen wird. Und ja, das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, dass sie mir dann vertrauen müssen, weil es ist halt eben keine Produktfotografie im Studio, wo man jetzt sagen kann, okay, es muss genau so aussehen und man hat ja alles drumherum perfekt, weil das ist ja immer noch sehr abhängig von ja, äußeren Einflüssen wie Wetter etc. Und Ja, auf jeden Fall, das denke ich mir. Da kannst du, also das weißt du ja zum Teil dann selber nicht, ne, wie es tatsächlich genau. letztendlich rauskommt. Also das hört sich nach einem Traum an, auf jeden Fall. Ja, es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Genau. Ja, und das wäre Das es auch. eigentlich auch mit dem Bild schon. Kannst du Genau. da auch nochmal das Vorher-Nachher Ja, zeigen? zeige ich auch. Ich habe noch Okay, vergessen, ich wollte gehe es es hier auch nochmal. zuschneiden und ich wollte auch mehr den unteren Teil. Das ist mir oben auch zu viel und ich finde es jetzt schön, wie sich die Kante hier einsetzt und wie es dann schön in dieser Welle. Genau, und dann zeigen wir nochmal vorher, nachher. Ne? Also. Ja. Man sieht es dann, denke ich mal, Ja, schon auch auf ganz jeden Fall noch gut. mal schön Ne? so die Lichtpunkte auf dem Sand. Ja. Nochmal ein ganz anderes Beispiel. Das ist halt also auch aus der Luft fotografiert, allerdings jetzt nicht gerade runter. Das ist halt in Island, im Hochland. Gibt es ja lauter so Krater und ja, sowas finde ich halt auch sehr spannend. Das ist halt nicht so das, was ich meistens im Portfolio habe, aber sowas fotografiere ich dann auch. Da arbeite ich eigentlich gerade auch an einer Serie. Und gut, hier ist die Bearbeitung dann ein bisschen simpler. Mir ging es halt darum, ich wollte halt dieses leicht ins Türkis gehende, in diesen Pool halt ein bisschen betonen und hier diesen Kontrast, dieses Licht. Genau, ein bisschen die Lichter drehe ich generell runter, damit es auch hier oben so ein bisschen Horizont noch gibt. Den würdest du da jetzt auch dran lassen? Dann. Den würde ich da jetzt dran lassen. In diesem Beispiel schon, weil das ist ja eben für mich so eine klassische Geschichte. Wie gesagt, das wollte ich jetzt einfach mal
zeigen, dass ich sowas halt auch mache. Und genau, ich mag es ganz gerne, wenn das hier ein bisschen ins Türkise geht, dieser Bereich. Und genau, also die bisschen die Sättigung in der Geschichte. Noch das Blau aufhellen. Dann würdest du sagen, bei deiner Arbeit ist schon eigentlich der Großteil so die Fotografie dann selbst und du machst eigentlich wirklich nur so wenig also, wie möglich so, oder? Also ist es schon, genau, der Hauptteil ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall vor Ort, da sage ich auch ganz klar, ist eher das Motiv, das alles, was damit zusammenhängt, das Aufnehmen. Wobei ich schon sagen muss, dass die Nachbearbeitung auch schon ein Thema ist. Nur bin ich jetzt halt nicht der jetzt irgendwie 10 Stunden in Photoshop. Wobei bei manchen Bildern ist es echt so ein bisschen, da bearbeite ich das und dann bearbeite ich es nochmal und nochmal. Und es sind halt so Nuancen, die aber für mich dann viel ausmachen, die ich dann hinterher immer noch einfließen lasse. Hier würde ich auch noch ein bisschen so dass man ein bisschen die Wolken auch noch sieht. Ein bisschen die. Merkst du bei dir dann schnell, wann du den Punkt erreicht hast, wo du sagst, das Foto ist es gut so? Oder ist es dann oft, dass du nochmal einen Tag später und nochmal und nochmal? Ja, es ist schon so, dass ich meistens immer nochmal ein zweites oder ein drittes Mal drangehe. Deswegen sagte ich ja auch, dass ich das eigentlich nie beim ersten Mal komplett fertigstelle. Aber meistens, wenn ich dann danach nochmal dran gehe, dann bearbeite ich das nur nochmal leicht. Also es sind dann so Nuancen, die mir dann nicht gefallen. Und ja, ich gucke es mir dann wirklich auch an und das empfehle ich auch immer jedem in klein, in groß. Also Ziel ist bei mir, sind es immer die Prints. Und wenn man die Möglichkeit hat, auch mal einen Testdruck oder sowas zu machen, finde ich auch immer sehr wichtig, kann ich nur empfehlen. Weil in groß sieht es dann auch nochmal anders aus. Natürlich, wenn man jetzt nur das Ziel hat, das soll jetzt auf Social Media digital zu sehen sein, gut, dann guckt man sich halt eher, muss es halt eher in diesem Bereich funktionieren. Aber das finde ich immer sehr wichtig, dass es, sage ich mal, in allen Ebenen dann, dass man da zufrieden ist. Ja. Und genau, das ist mir dann sehr wichtig. Richtig, genau. Ich, das ist auch noch ganz witzig, das ist, wollte ich noch gezeigt haben, das ist auch eine Möglichkeit zu fotografieren. Darin habe ich, kann ich gleich mal ganz kurz zeigen, ich habe eine Serie an der Nordsee gemacht, auch vom Wattenmeer dort. Okay. Und das ist gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten, und da sind wir halt mit diesem Ding geflogen. Zum Bürocopter. Bist du geflogen, okay. Ja, also ich bin dann mitgeflogen, ne? Man sitzt dann hier hinten und kann dann aber super runter fotografieren. Muss ich so ein bisschen da reinfinden, weil das wirklich sehr offen ist. Aber es ist eine sehr kostengünstige und zum Fotografieren sehr praktische Geschichte. Ja. Also guter Tipp für alle, die das mal ausprobieren möchten. Ja, ich vertraue da ja einfach immer ein bisschen der Geschichte. Und wo war das? Genau, diese Serie ist da entstanden am Wattenmeer. Also, kann man sich so auch eigentlich gar nicht vorstellen, dass da so solche Strukturen entstehen. Und voll. Schön, dass das die in der Nordsee ist. Die Serie ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das ist diese Long Journey, habe ich es genannt. Da habe ich immer mein Auto fotografiert, mitten auf der Straße, aus 150 Metern Höhe, natürlich in dem Fall mit der Drohne. Mhm. Und wollte da so ein bisschen dokumentieren, wo der Mensch sich überall durch welches Terrain er sich dann quasi die Straßen da durchgezogen hat und natürlich sehr viel am nördlichen Teil Norwegen, Island etc. Habe ich das dokumentiert und das finde ich halt auch super faszinierend, ne? Wie man da so die ganzen Strukturen von der Umgebung sieht. Gibt es so einen Ort vielleicht, wo du sagst, oh, da möchte ich mal unbedingt noch hin, was du bisher noch nicht geschafft hast? Ja, also ich habe einige Orte, wo ich gerne hin möchte zum Fotografieren, was auch geplant war. Jetzt natürlich Corona, das hat das alles sehr schwierig gemacht. Ja, okay. Und einiges musste ich dann halt auch, sage ich mal, erstmal verschieben. Ein nächstes Ziel wird sicherlich Hawaii sein. Wenn es dann wieder geht. Und geplant war auch Kamtschatka mit einem anderen Kollegen, Fotografen zusammen, ne? Also in Russland, dann ganz weit weg, was wir auch alles verschieben mussten. Ansonsten gibt es
überall, sage ich mal, viele interessante Orte, aber man muss natürlich auch schon, nicht überall, es gibt ein paar Orte in China, wo ich sehr gerne aus der Luft fotografieren würde, aber es ist halt super schwierig, dann auch dort irgendwie Hubschrauber und, sage ich mal, Genehmigung. Das ist nicht überall so einfach oder es ist exorbitant teuer, dass ich dann auch sage, okay, da hört es dann auch bei mir auf, das steht vielleicht nicht dafür. Aber die Liste ist lang, es gibt echt viel zu entdecken. Ich möchte auch auf jeden Fall trotzdem nochmal nach Australien und die USA auch. Da gibt es auch ein paar sehr spannende Orte. Genau, richtig. Cool. Gerade weil du es angesprochen hast, das war tatsächlich eine Frage, die ich mir selbst notiert hatte. Ja. Mit den Genehmigungen. Also jetzt zum Beispiel die Serie, die du vorher gezeigt hast mit dieser, mit dem Aluminiumabbau, mit der, also weil das ja einfach ja, wahrscheinlich kein öffentlich zugänglicher Ort ist. Ja. Wie sieht es da aus? Darfst du da einfach drüber fliegen? Also mit der Drohne wäre das sicherlich schwierig geworden. Das war mit dem Hubschrauber und mit dem Hubschrauberflugzeug ist das immer nochmal eine andere Sache. Also da habe ich es noch nie erlebt, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und die Piloten haben da auch, sag ich mal, ich habe da nie die Info bekommen, dass es irgendwie ein Problem wäre, außer dass es irgendwie eine Flugverbotszone oder so. Okay. Man muss natürlich aufpassen, wenn ich jetzt über irgend so eine Wohnsiedlung und man wird halt die ganzen Leute sehen und so weiter, dann wäre es natürlich so ein bisschen schwierig. Das würde ich natürlich dann auch nicht machen. Aber ja, meistens bewege ich mich da sowieso, sage ich mal, in der Natur und deswegen ist es eigentlich auch alles in der Regel kein Problem. Es wundert mich so ein bisschen, dass man manchmal mit der Drohne irgendwo nicht fliegen darf, aber mit dem Hubschrauber dann schon. Ja, Weil krass. klar, wenn die Leute sagen, okay, es geht wegen der Geräuschstörung oder so, okay, aber man hat sowas ja im Hubschrauber dann im Grunde genommen auch. Und ja, das sind halt so Themen. Ich würde mich vorher immer so ein bisschen informieren, aber solange es, sage ich mal, in der Natur ist und man ist nicht im völligen Naturschutzgebiet, wo es jetzt wirklich heißt, so, da soll jetzt komplett Ruhe sein und so weiter, braucht man sich da auch nicht so große Sorgen zu machen. Und im Zweifelsfall mit der Drohne muss man sich mal dann erkundigen, wie sieht es da aus mit Genehmigungen und funktioniert dann in der Regel eigentlich auch, wenn man das gut erklären kann dann. Ne? Ja, guter Tipp auf jeden Genau. Fall, wenn Also man ich habe das auch macht. auf den Seychellen mal fotografiert und da hieß es dann auch, eigentlich ist es irgendwie verboten mit der Drohne. Allerdings habe ich dann auch mit dieser Flugsicherheit gesprochen vorher und die haben gesagt, ja, ruf dann kurz vorher an, wenn du fliegen willst, sag, wo du fliegen willst, das ist kein Problem. Und dann war es auch Okay. easy. Ne? Also die wollten wahrscheinlich nur, weil da so ein Hubschrauberverkehr ist von Insel zu Insel, dann haben die natürlich so ein bisschen Angst, dass Ja. da irgendwie geflogen wird und dass es dann stört. Das ist auch okay. Aber wenn man dann fragt, funktioniert es auch meistens, wenn man sagt, okay, ne, also man tritt jetzt nicht total plump auf, sondern man sagt hier, das hat den und den Hintergrund und fertig, dann geht das in der Regel auch. Ne? Also Ja. genau. Richtig, richtig. Ja, zum Super Schluss schön. nochmal kurzer, Ja, hatte ich ja schon genau. gesagt, das Dein Buch, Buch. richtig. Also das kommt, also wer jetzt bei wem kein Print zu Hause hinpasst oder wer trotzdem halt gedruckte Sachen von mir sehen will. Es kommt am 20. Oktober, also quasi im guten Monat, kommt mein Buch raus, Wasserfarben über den Knesebeck Verlag. Und das ist auch ein ja, Buch, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin. Also es widmet sich halt, wie der Name schon sagt, dem Thema Wasser und im Zusammenhang auch mit den Farben, mit der Farbvielfalt und viele von den Bildern, die wir jetzt gerade gesehen haben, sind auch darin enthalten, plus noch einige mehr natürlich. Kann man bei mir auf der Internetseite bestellen für 40 Euro. Bis zum Erscheinen des Buches gibt es dann auch noch, ja, signiere ich die Bücher auch und es gibt hier auch noch die Möglichkeit, so eine Special Edition mit Print zusammen, also da einfach mal durchschauen, wenn da Interesse besteht. Ich würde mich natürlich freuen. Ansonsten kommt es natürlich auch in ganz normalen Handel und ist dann überall Amazon etc. Ab Ende Oktober erhältlich. Ist komplett auf Deutsch geschrieben, deswegen auch, denke ich mal, für alle aus dem deutschsprachigen Raum nicht uninteressant. Texte sind von Florian Werner, ist auch ein bekannter Schriftsteller aus Deutschland und ja, definitiv ein spannendes Projekt.
Super. Genau. Super Wort zum Schluss mit diesem Teaser. Ruth schreibt auch gerade, Bücher sind immer super, da kann ich kaum Finde ich auch. Verzichten. Finde ich Also auch. sehr, sehr gut. Und die Zeit ist ja auch perfekt dann schon so Richtung Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Genau, ne? Schaut auf jeden Fall dann mal auf Kevins Seite vorbei genau. und schaut euch das alles an. Genau, also Kevin, gerne hier mal durchschauen. Wie gesagt, ich habe auch Presets, mein ganzes Portfolio ist da. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch gerne mailen. Ich bin da ganz kontaktfreudig und so wie ich Zeit finde, würde ich auch für, ja, beantworte ich auch alles. Und einfach mal durchstöbern, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Kevin, super. Vielen, vielen Dank. Die Community bedankt sich bei dir. Vielen Dank, war super spannend. Super tolle Arbeiten. Wirklich richtig, richtig schön. Und ja, danke, dass du das so sehr sympathisch und sehr ausführlich uns heute gezeigt hast und uns einen Schulterblick quasi gewährt hast in deine Arbeiten. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Hat mich wirklich gefreut. Dankeschön. Ja, mir hat es auch sehr Spaß gemacht an die Community. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, war sehr schön mit euch. Nächste Woche sind wir wieder da, dreimal die Woche, ne? Montag, Mittwoch, Freitag. Am Montag geht's los mit Industrial Design und Illustration mit Marius Kindler ist zu Gast. Und die Julia ist mit als Host dabei. Von dem her, ich bedanke mich. Danke dir, Kevin. Danke an Tim Danke natürlich. Auch. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Habt ein schönes Wochenende. Ebenso. Ciao. Ciao, macht's gut.
some shit and be like, what the fuck? But hey, just never on Sunday, man. Missy, gushy, 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 motherfucker. We'll be right back.